Wir sind hier in der Gezeitenhausklinik in Bonn-Bad Godesberg. Die Gezeitenhausklinik ist ein psychosomatisches Krankenhaus für Psychosomatik, Psychotherapie und traditionelle chinesische Medizin. Wir haben uns spezialisiert auf Krankheiten wie Depression, Ängste, Burnout, verschiedene Situationen, die im weitesten Sinne auch assoziiert mit Burnout auftreten. Unser Konzept ist darauf aufgebaut, dass wir hier Begegnungsmedizin machen. Wir wollen den Menschen genau kennenlernen und dann wollen wir das Passende tun. Burnout hat sowohl dann kardiale Risiken, als auch, wenn es unbehandelt ist, den Weg meistens weiter in eine schwere Depression. Wenn das Burnout noch nicht so sehr weit fortgeschritten ist, dann kann ich auf einige wichtige Anzeichen achten. Das ist zum Beispiel die Tatsache, dass ich kaum Pausen mache oder in den Pausen sogar telefoniere. Wenn ich nicht mehr delegiere, alles selber machen will, weil mir alles nicht gut genug ist und diese Dinge zusammenkommen, dann sollte ich unbedingt aufpassen. Die Schwierigkeit ist, wenn das Burnout fortgeschritten ist, dann täusche ich mich zunehmend selbst über meine Situation und komme in eine körperliche Angetriebenheit, dass ich einfach weitermache. Unser Problem heutzutage ist, dass wir die Bedingungen, die eine globalisierte Welt mit uns bringen, dass wir dafür als Mensch nicht trainiert sind, nicht vorbereitet sind und möglicherweise auch nicht vollständig geeignet sind. Mein Buch ist so aufgebaut, dass ich am Anfang Burnout medizinisch beschreibe, danach schaue, woran man das erkennen kann, wieso möglicherweise der Einzelne hineingekommen ist in so eine Burn-Down-Spirale. Ich gehe dann auf die Situation des Ausstiegs, ganz konkret, wie man das macht, wie man das schafft. Im fünften Kapitel geht es dann um die Prophylaxe. Das heißt also, wenn ich aus der Behandlung raus bin oder es auf eigene Faust geschafft habe, wie verhindere ich, dass ich wieder hineinfalle? Wenn wir aus einer Burn-Down-Spirale aussteigen wollen, dann brauchen wir Achtsamkeit für uns selbst. Für mich dreht es sich darum, dass wir sozusagen gemeinsam noch einmal in die Gebrauchsanleitung des Menschen einsteigen, die einfach in der globalisierten Zeit notwendig ist, wenn ich tatsächlich mit meinem Potenzial, was mir möglich ist, in dieser Welt zurechtkommen will. Im Buch spreche ich die Menschen an, die hoffentlich noch nicht in dieser schweren Sackgasse sind und wo es geht, noch auf eigene Faust oder mit ambulanter Therapie herauskommen. Ich bespreche zwar die Krankenhausbehandlung auch kurz, aber im Wesentlichen die Wege, die man selber gehen kann. Von daher glaube ich, dass dieses Buch für ein breites Publikum zugänglich ist und auch verstanden wird.